Hey, Herr BVB! Leute, bevor es losgeht, ganz wichtig, lasst gerne ein Like auf dieses Video, abonniert den Kanal und schreibt auch bitte gerne in die Kommentare, zum Beispiel, was wollt ihr in den nächsten Auswärtsspielen so von den Stadien sehen oder auch im nächsten Heimspiel von uns? Was wollt ihr sehen? Was soll ich euch zeigen? Das ist, bevor das Video überhaupt losgeht. Bitte, ist beides kostenlos, denkt daran. Ja, Leute, 8. Spieltag, 1. FC Köln gegen BVB. Letztes Spiel im letzten Jahr ging es 1:1 aus, ebenfalls hier in Köln. Diesmal sind wir wieder hier in Köln im strömenden Regen. Ich hoffe natürlich, dass es was wird für uns. Das wäre so wichtig, zumal Bayern hat gestern gewonnen. Das heißt, die sind wahrscheinlich wieder auf einen Punkt vor uns. Ja, ich glaube, die sind einen Punkt vor uns. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Wir müssen da wieder anknüpfen. Da muss es wieder weitergehen. Die Köpfe müssen nach oben, egal, selbst in diesem Spiel hier. Vor allem in so einem Wetter, da muss halt richtig Gas geben. Wenn ihr euch wundert, warum ich das diesmal vom Auto aufnehme, das Problem ist, ich bin voll unter Zeitdruck. Wir haben 14:44 Uhr, bis ich da ankomme, Parkplatz finde und reinkomme. Das dauert ein bisschen. Deswegen, Leute, heute gilt's, BVB-Sieg. Wichtig ist, richtigen Kampf zu zeigen. Ich tippe, mein Tipp für den BVB, würde ich sagen, ein starkes 2:1. Starkes 2:1, wegen Kampf und Leidenschaft. Das ist wichtig. Darauf kommt es an. So, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Also, wir stehen auf dem 3. Punkt gleich mit dem Bayern. Umso mehr Euphorie muss da rein. Umso mehr Euphorie muss da rein. Dortmund steht auf dem 3. Köln steht auf dem 9. Ganz ehrlich, Leute, wir dürfen uns das nicht nehmen lassen. Ja? Wir dürfen uns das nicht nehmen lassen. Da muss der ganze positive Vibe jetzt mitgenommen werden und alles auf den Platz gegeben werden. Deswegen, das muss. Es gibt keinen Ausweg mehr. Es gibt keinen Ausweg mehr. Geile Stimmung, ja. Echt geile Stimmung. So, ich bin jetzt einfach mal ohne Jacke gekommen, für den Fall, dass es so sonnig bleibt. Ups, hab einen Tropfen abbekommen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es nicht regnet. Und wenn es regnen sollte, hoffe ich, dass ich irgendwo geschützt bin. Aber mein Gott, für den BVB, was man nicht alles für den BVB tut. Ne? Zur Not habe ich noch eine Mütze dabei. Alles für den BVB, ist nämlich alles Jacke wie Hose. Wir sehen uns gleich, wenn ich im Stadion bin. Ich versuche ein bisschen was vom Stadion aufzunehmen. Wenn es nicht passt, dann dürft ihr mir das nicht übel nehmen. Bella, bis gleich. Ciao. So, Leute. Ich bin im Rhein-Energie-Stadion angekommen. Ich bin drin. Ich soll wohl richtig, richtig gute Plätze haben. W16 wusste ich bis jetzt gerade gar nicht. Ich habe nur mal geguckt, so am Stadionplan. Da sah es nicht verkehrt aus. Aber jetzt bin ich drin und ich habe schon den einen oder anderen Fan getroffen, die sagen, das ist alles VIP, mal VIP und so. Gar keine Ahnung. Auf jeden Fall suche ich mir jetzt erstmal was zu essen. So sieht das bis hierhin aus. Hier sind die Stände. Natürlich alles so ein bisschen kleiner als bei uns, ne? Aber man muss sagen, die Leute sind richtig in Ordnung. Die waren auch sehr hilfsbereit und so. Ich habe es nicht alles sofort auf den ersten Blick gefunden, aber so sind die schon in Ordnung. Wir hier im VIP-Club. Ich gehe mir jetzt erstmal was zu trinken holen. Ich hoffe, ich kann da bar bezahlen. Ich habe meine Karte nämlich gar nicht dabei. So, hier ist der Stand, wo ich mir was zu trinken holen werde. Nur das einzige Problem ist, dass ich nicht mit Karte bezahlen kann, also nicht bar bezahlen kann. Aber der Ehrenbruder hier hat angeboten, mir zu helfen. Der streckt vor und ich reiche nach. Auf jeden Fall, so sehen dann die Stände aus. Hier ist zum Beispiel ein Stand. Etwas weiter da hinten auch. Und dann gibt es da nochmal extra so Bütchen. Die sind da. Aber fürs Essen, aber ich bin voll gefressen. Ich brauche nur was zu trinken, Ruhe und viel, viel, viel Glück. So, im Stadion angekommen. Guckt euch die Aussicht an. Besser geht schwer. Besser geht schwer. Ohne Scheiß. Hier sieht man ja alles, Alter. Komplett alles ist hier zu sehen. Guckt euch das an. So, Leute, die Mannschaftsaufstellung wird vorgelesen. Ehrenmann, ja. Ehrlich, cooler Typ, der schon im Baum kam. Geile Stimmung, ja. Echt geile Stimmung. Lied ist zu Ende, die singen immer noch. Gänsehaut, ja, ehrlich. Dafür haben wir Fanfreundschaft, ja. Kranke Stimmung. Erste Mal im Rhein-Energie-Stadion. Aber echt eine heftige Stimmung. Muss man ihn lassen. So, ihr wisst Bescheid. Anstoß wird immer mitgenommen. Anstoß, Leute, Anstoß. Da ist es. Eher BVB. Strappen, strappen!
Kämpfen mit Bobby! Abseits. Ey, Dortmund hat wieder Schlaftabletten geschluckt. Ja? Echt am Pennen die ganze Zeit. Ja? Dortmund ist nur am Pennen. Laufen nur hinterher. Verstehe das nicht. Schwere Chance nicht machen. Aber das, der muss sitzen. Der muss sitzen. So löschlich, alles. Da ist er, da ist er. Zu löschlich. Also das dauert nicht mehr lange. Das dauert definitiv nicht mehr lange. Mach ihn! Ja! Wichtiges Ding! Ganz, ganz wichtiges Ding! Wenigstens eine verwertet. Das gibt's nicht, Alter, ja? Die machen sich das Leben so schwer, ne? So schwer machen die sich das Leben. Halbzeit 1-0 BVB, aber absolut nicht eines 1-0 würdig, ungelogen. Alter, die haben 3-4 Großchancen nicht genutzt. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was sie beim Training lernen, ohne Spaß. Alles ist so löchrig da, irgendwie findet da gar kein Fußball statt. Das ist so, als würde, weiß ich nicht, Kreisliga A gegen Kreisliga A die unteren spielen. So ungefähr fühlt sich das an. Sehr schlecht, sehr, sehr schlecht, wirklich. Das ist kein Fußball, ne? So spielt man keinen Fußball. Das sind gefühlt 50 Meter Raum offen, ne? 50 Meter Luft, auch ohne Ball muss gelaufen werden, ne? Aber egal, hoffen wir mal, dass die zweite Halbzeit besser wird. Weiter geht's, bitte. Spielt vernünftigen Fußball. Schon auf geht's. Dortmund will das einfach nicht. Dortmund will einfach nicht auf dem Ersten bleiben. Die wollen das nicht. Es steht uns nicht, auf dem Ersten zu bleiben. Es steht uns nicht. Ne? Ekelhaft. Ich könnte durchdrehen, Alter.
Tigges, der von uns zu denen gegangen ist. Steffen Tigges, holen Modest und geben Tigges ab. Wer macht das Tor? Tigges. David, David mit ihm. Schieß, komm mal. Vorbei. Oh mein Gott. Das ist Modest. Das ist Modest. Das ist Modest. Die lockt den Ball ab. Oh mein Gott! Mann, Alter! Meine Fresse, was ist das denn, Alter? Ja! Ja! Gut! FC Köln. Bei allem Respekt. Ne? Bei allem Respekt. Aber das ist unter aller Sau. Das ist unter aller Sau, was da gerade bei uns passiert. Kann nicht wahr sein. Ich glaube das gerade nicht. Wir werden abgeschlachtet. Geführt, erste Halbzeit, kein gutes Spiel gewesen von Dortmund. Zweite Halbzeit rausgekommen, ein Katastrophenspiel von Dortmund. Ganz ehrlich, verdient an den FC Köln. Wir haben verdient gewonnen. Irgendwie liegt das bei uns in den Genen. Das liegt einfach bei uns im Blut, dass sobald wir uns irgendwo oben anfestigen wollen, mal ein bisschen Vorsprung aufbauen wollen, auf dem zweiten und dritten, als wollen die das gar nicht wollen. Als wird das der Dortmund nicht wollen. Das ist lächerlich. Ich bin wieder so am Kochen. Ich könnte wieder explodieren. Ungelogen. Wenn ich mich ein bisschen beherrschen kann, ne, dann würde ich jetzt explodieren, ehrlich. Das ist eine reine Katastrophenleistung. Ihr habt das Spiel komplett in der Hand. Wie kann man das Spiel so abgeben? Glückwunsch an Köln. Aber trotzdem, ihr dürft das nicht so abgeben. Ihr steht auf dem ersten Platz. Zur Halbzeit stehen die auf dem ersten Platz. Und dann passiert sowas. Ja, jetzt habt ihr den Salat. Viel Spaß jetzt. Ne? Einfach eine Katastrophenleistung. Ungelogen. Ich danke euch trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Und folgt auch gerne auf Instagram, Leute, bitte. Alles ist kostenlos für den Support für den BVB. Wie gesagt, ich mache das hier alles kostenfrei. Ich bekomme da noch gar nichts für. Ich würde mich wirklich glücklich schätzen und wäre euch sehr dankbar, wenn ihr den Kanal einfach abonniert und ein Like da lasst. Danke und bis dahin.